Sie sind ein modisches Accessoire, coole Hingucker und bei schönem Wetter ein echtes Muss. Im Sommer gehen viele ohne Sonnenbrille nicht mehr aus dem Haus. Auch Sonja Forstreuter gehört dazu. Sie beschäftigt sich beruflich mit den verschiedensten Modellen. Als Prüfingenieurin beim TÜV Rheinland in Aalen. Heute soll sie für TechTV drei Modelle in unterschiedlichen Preisklassen testen. Die teuerste Brille für rund 100 Euro haben wir beim Optiker gekauft. Das Modell für 13 Euro kommt aus dem Sportgeschäft. Die günstigste Brille verkauft eine Modeschmuckkette für nur 4 Euro. Bei der Brille sieht man gleich, die ist günstig verarbeitet, die quietscht beim Auf- und Zumachen. Und auch die Gläser sind jetzt nicht wirklich gut verarbeitet, die sind ein bisschen unsauber. Die hier, die hat einen Kratzer auf dem Glas, sowas soll sie natürlich nicht haben. Und die ist auch noch ausgewiesen mit Impact Resistant, das bedeutet beschusssicher. Das prüfen wir natürlich, ob das so passt. Und bei der dritten Brille, da konnte ich jetzt nichts finden. Die Gläser sind einwandfrei und auch die Fassung ist gut verarbeitet. Der Prüfmarathon beginnt. Zuerst der UV-Test. Wie viele gefährliche ultraviolette Strahlen lassen die Gläser durch? Diese Frage kann das sogenannte Spektrometer beantworten. Es durchleuchtet die Gläser mit dem kompletten Lichtspektrum. Das Licht hat nämlich unterschiedliche Wellenlängen. Diese werden in Nanometer gemessen. Die Auswertung ergibt für jede Brille eine Kurve. Der Test hat ergeben, dass alle drei Brillen genügend UV-Schutz haben, sogar 100% UV-Schutz. Alles unter 400 Nanometer ist UV-Licht. Hier kommt kein UV-Licht mehr durch, das ist bei allen drei Brillen der Fall. Von 400 Nanometer bis 780 Nanometer kommt das sichtbare Licht durch und hier kommt bei der grünen mehr Licht durch als bei den anderen beiden. Das bedeutet einfach, die Brille ist heller. Jetzt will Sonja Forstreuter die Entflammbarkeit testen. Eine Sonnenbrille besteht meist aus Kunststoff. Dieses darf auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht in Flammen aufgehen. Die Prüfingenieurin erhitzt einen Metallstab so lange, bis er glüht. Bei ungefähr 650 Grad hält sie Gestell und Glas an das heiße Metall. Alle Brillen schmelzen sofort. Aber sie brennen nicht. Test bestanden. Auch eine glühende Zigarette könnte diesen Brillen nichts anhaben. Der nächste Check zielt auf ein Einsatzgebiet ab, in dem die Sonnenbrille dringend benötigt wird, dem Sandstrand. Wie kratzfest ist die Oberfläche der Gläser? Das will der TÜV Rheinland durch den sogenannten Sandrieseltest herausfinden. Ganze 3 Kilogramm Sand lässt die Prüfingenieurin nach und nach auf die Gläser prasseln. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Der Test wird deutliche Spuren hinterlassen. Man kann bei dem Test herausfinden, ob die Gläser eine Hartversiegelung haben, also eine Schicht, damit die nicht so schnell verkratzen, aber alle drei Gläser sind gleich stark verkratzt. Bei der Oberfläche ist kein Unterschied zwischen den Gläsern erkennbar. Auch wenn die Brillen verkratzt sind, alle drei Modelle haben übrigens nach wie vor den vollen UV-Schutz. Der nächste Härtetest ist eigentlich nur für Sportbrillen gedacht. Diese müsste man zum Beispiel auch beim Motorradfahren tragen können. Der Beschusstest simuliert einen Kieselstein, den ein Auto bei voller Fahrt von der Straße aufwirbelt. Durch Druckluft beschleunigt der sogenannte Gewehrlauf eine Metallkugel auf 160 Stundenkilometer. Zuerst die grüne Brille. Die Kugel lässt das Glas zersplittern. Zu einem Durchschuss kommt es aber nicht. Bei der teuren Brille hinterlässt der Test fast gar keine Spuren. Und beim preiswerten Modell? Ein glatter Durchschuss. Hier bei der allerersten sieht man, das gab einen satten Durchschuss. Wenn man diese Brille so getragen hätte, das wäre jetzt nicht so ganz spannend fürs Auge geworden. Bei dieser Brille hier sieht man, da ist nur ein Riss. Die war ja gekennzeichnet mit Impact Resistant, also bruchsicher. Und die hat auch ihr Versprechen gehalten. Und bei der dritten hier, da sieht man weder einen Einschuss noch einen Riss. Also die hat wunderbar stand gehalten. Fazit: Ob teuer oder billig, bei fast allen Prüfungen hat man keinen Unterschied feststellen können. Außer beim Beschusstest. Hier haben sich die beiden hochwertigeren Modelle durchgesetzt. Härtetests erfolgreich durchgeführt. Dank dem klaren Durchblick von Prüfingenieurin Sonja Forstreuter.